Hallo! In Destiny 2 gibt es einen neuen Glitch für den Warlock, mit dem ihr unendlich oft eure Nova-Bombe zünden könnt. Wie ihr diesen Glitch aktiviert, erfahrt ihr in diesem Video. Zunächst einmal müsst ihr ein Warlock sein und den Leere-Fokus auswählen. Dort wählt ihr den Axion-Blitz aus, sowie die Chaos-Einstimmung als Spezialisierung. Nun müsst ihr das Button-Layout eures Controllers ändern. Geht dazu zu den Einstellungen auf Tastenbelegung und wählt den Springer aus. Ganz wichtig, dass ihr den Springer auswählt. Mehr benötigt ihr eigentlich gar nicht für den Glitch. Jetzt einfach mal eine chillige Aktivität, wie zum Beispiel den Hexenkessel, auswählen. Ihr müsst euch allerdings bewusst sein, dass durch das Ausnutzen eines Exploits die Gefahr besteht, dass ihr vom Banshee gebannt werdet. Deshalb zeige ich euch den Glitch zwar im Hexenkessel, aber werde ihn nicht gegen andere Spieler einsetzen, denn wir wollen ja immer fair bleiben. So, wir sind angekommen, wartet bis eure Suppe aufgeladen ist. Nun haltet die R1-Taste gedrückt, wartet 1-2 Sekunden, drückt dann die X-Taste. Nun sollte der Granatenwurf abgebrochen worden sein und stattdessen habt ihr eine Nova-Bombe geworfen, ohne eure Suppe aufgebraucht zu haben. Richtig fett, oder? Wiederholen wir das gleich nochmal. Du legst jetzt den Führer. Wie man sieht, kann man durch den Glitch massenweise Nova-Bomben erzeugen, wodurch ihr fast unbesiegbar seid. Da Banshee den Bug aktuell nicht lösen kann, wird der Glitch also noch in nächster Zeit funktionieren, allerdings auf eigene Gefahr. Das war's auch schon wieder. Wenn dir das Video zu Destiny 2 gefallen hat, dann gib doch einen fetten Like ab.